Willkommen bei Sägebob. Das Brennholz mit einer zu hohen Restfeuchte nur sehr schlecht verbrennt, das dürfte kein großes Geheimnis sein. Daher hat ja alleine schon der Gesetzgeber einen Richtwert vorgegeben von 25%, dass ab dieser Restfeuchte kein Brennholz mehr verbrannt werden darf. Warum? Das ist ganz einfach und logisch. Ab dieser Restfeuchte brennt das Feuer in euren Öfen immer schlechter und mitunter kommt es sogar zu einer unvollständigen Verbrennung. Das bedeutet, es entstehen auch schädliche Abgase, die wiederum in die Umwelt gelangen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es mal um den anderen Fall, nämlich kann Brennholz zu alt bzw. zu trocken sein. Und da kann ich nur aus meinen eigenen Erfahrungen heraus sprechen, das ist von mehreren Faktoren abhängig. Ich beschäftige mich ja selbst schon seit vielen Jahren mit dem Thema Brennholz und da habe ich bei vielen Ofenbesitzern festgestellt, dass die Sorge besteht, dass das Holz nicht mehr richtig brennt, wenn es zu trocken ist. Ja, oftmals wird sich da auch auf den Brennwert bezogen, also die Energie, die ich jetzt beispielsweise aus so einem Stück Holz herausholen könnte. Aber es wäre völlig falsch, sich einzig und allein hier auf den Brennwert zu fokussieren. Und wo liegt meine Begründung? Das ist ganz einfach, warum man sich nicht einzig und allein auf den Brennwert fokussieren sollte. Auf der einen Seite ist es vollkommen richtig, dass die Restfeuchte von Jahr zu Jahr immer weiter abnimmt. Ja, das ist ja auch gewollt, wenn man jetzt beispielsweise frisches Holz einlagert, dann ist da ja auch ein hoher Wassergehalt drin, dementsprechend auch eine hohe Restfeuchte und das Holz brennt erstmal gar nicht oder sehr, sehr schlecht. Und von Jahr zu Jahr nimmt die Restfeuchte und auch der Wassergehalt immer weiter ab und tatsächlich steigt dadurch der Brennwert. Und man spricht ja hier von einer optimalen Restfeuchte von ungefähr 15-18%, wo je nach Holzart das Holz den besten Brennwert abgibt. Das können auch mal 14% sein, auch mal 19%. Das ist wie gesagt von der Brennholzart abhängig. Und jetzt stellt euch vor, euer Holz hat die optimale Restfeuchte erreicht. Es brennt auch gut im Ofen und ihr würdet es jetzt noch 1, 2 oder 3 Jahre länger lagern. Da könnte man ja der Meinung jetzt sein, oh, die Restfeuchte würde ja jetzt noch weiter runtergehen. Aber genau das ist nicht der Fall, zumindest dann nicht, wenn ihr euer Brennholz draußen lagert. Und warum ist das so? Ganz einfach, auch an der frischen Luft ist immer Feuchtigkeit vorhanden und diese verhindert, dass das Holz noch weiter Restfeuchte verliert. Man spricht hier von ungefähr 12%, das können noch mal 11-10% an Restfeuchte sein, aber mehr verliert das Holz dann nicht mehr. Ja, das ist normal, dann bräuchte man wirklich eine Trockenkammer, um das Holz noch weiter runter zu trocknen. Nimmt man einzig und allein diesen Punkt, gibt es beim Brennholz erstmal kein nicht zu trocken, zumindest dann, wenn man das Brennholz draußen lagert. Allerdings wäre das einfacher gesagt als getan. Denn ich konnte selber bisher immer die Beobachtung machen, dass, wenn mein Brennholz eine Restfeuchte von unter 15% hatte, das Holz allmählich schneller brannte und heißer. Das sind erstmal zwei Vorteile, die nicht zu unterschätzen sind, zumindest dann, wenn man die Wohnung schnell warm bekommen möchte. Und vielleicht konntet ihr diese Beobachtung auch schon machen. Allerdings nahm die Brenndauer mit Abnahme der Restfeuchte immer weiter ab. Und das ist in gewisser Weise, zumindest dann, wenn man über den ganzen Tag heizen möchte, auch wiederum ein Nachteil. Und somit ist ein gewisses Maß an Restfeuchte immer von Vorteil beim Holz. Des Weiteren spielt auch die Qualität des Brennholzes eine wichtige Rolle und da konnte ich besonders bei einer Überlagerung von Weichholz die Beobachtung machen, dass dort diese Qualität erheblich abnahm. Besonders bei Pappel, Weide, Fichte und Kiefer. Was ist da passiert im Ofen? Unter anderem hat man das Holz dann verwendet, ist das Holz regelrecht verpufft bzw. binnen weniger Minuten abgebrannt, trotz Reduzierung der Sauerstoffzufuhr. Und das ist dann bei einer Überlagerung auch kein Vorteil. Ja, das möchte man ja auch nicht, wenn man eine größere Menge überlagertes Brennholz hat. Was hätte vielleicht 1, 2 oder 3 Monate gereicht, aber dann binnen weniger Tage im Ofen verpufft. Fasst man also all diese Punkte zusammen, zumindest kann ich hier so aus meinen Erfahrungen heraus sprechen, dann kann man sagen, ja, Brennholz kann zu trocken werden, beziehungsweise auch zu alt. Und daher ist es wichtig, in regelmäßigen Abständen das Brennholz zu kontrollieren und wenn die optimale Restfeuchte erreicht ist, dann das auch zu verbrauchen. Was macht ihr jetzt mit Brennholz, was eigentlich schon zu trocken ist zum Verfeuern? Na, auf der anderen Seite könnt ihr es als Anfeuerholz immer noch verwenden zum Räuchern oder ihr baut Biotope draus, wo sich dann die Insekten und Kleintiere in eurem Garten freuen. Da habe ich ja auch schon zahlreiche Videos gemacht. Nur ein Vorschlag an dieser Stelle. Ein Vorteil ist natürlich, wenn man mehrere Holzarten verwendet, so wie ich jetzt, und darauf auch einen Zugriff hat. Da kann man das beispielsweise so kalkulieren. Ich habe gerade frische Eiche eingelagert. Da weiß ich schon, dass die erst in 3 oder 4 Jahren trocken ist hier in unserer Region. Und dementsprechend schreibe ich mir im Kalender, aha, 2026 beispielsweise kann ich die Eiche über den Winter verwenden. Jetzt habe ich gerade Fichte, die ich verbrenne, ja, nächstes Jahr Buche, dann folgt noch Birke und so weiter. Wer natürlich nur eine Holzart hat, der muss dementsprechend da ein bisschen kalkulieren. So, von meiner Seite aus war es erstmal. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wie gesagt, schreibt mal ruhig in die Kommentare unten rein, welche Erfahrungen ihr bisher mit überlagertem Brennholz gemacht habt, beziehungsweise welches schon zu trocken und zu alt war.